Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt wieder zur Goldenen Sichel, dem Gildenhaus. Und dann den Mael. Ja, Mael, glaube ich, hieß der. Schreitet wohl, Madame. Wegen seines Dings hier. Man muss eben arbeiten, wenn man was erreichen will. Genau, Mael, Groschenfürst. Hier, wegen seines Dates. Ja? Ich habe eure Nachricht an Dijam überbracht. Sie wird eurer Einladung nachkommen. Sie? Ja. Na, großartig. Das ändert einiges. Ihr schlagt euch bereits mit einer Sie herum? Ist das ein Problem? Nein, weil ihr etwas von Zuverlässigkeit und Disziplin versteht. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Bezahlung. Geht zu voller Beutel. Er soll sie euch auszahlen. Ich werde euch kontaktieren, wenn wir eure Dienste erneut benötigen. Was vermutlich sehr bald sein wird. Na dann, auf bald. Auf bald. Wobei, eine Frage noch. Diese Dijam, was haltet ihr von ihr? Macht einen sympathischen Eindruck. Noch gar nicht, wir haben nur ein wenig hin und her geplänkelt. Macht einen sympathischen Eindruck. Ah. Das tun die meisten Kilianer, bis sich eine Möglichkeit ergibt, euch übers Ohr zu hauen. Nun geht, ihr hört von uns. Alles klar. Ja? Nichts, ich wollte nur gehen. Und mein Geld abholen. Wahrscheinlich kann ich erst morgen mein Geld abholen, weil es wieder spät ist. Ich gehe mal davon aus, dass ich erst am nächsten Tag dahin kann. Nee, ist offen. Okay. Ich kann gehen. Okay. So, Mendelos. Malphas zum Gruß. Ja, Malphas zum Gruß. Hm? Der Gildenmeister meinte, ihr hättet meine Bezahlung für mich. Ach, natürlich die Bezahlung. Bitteschön. Ich denke, das ist mehr als genug. Und nun gibt es etwas zu tun? Ihr könnt's kaum erwarten, was? Nein, momentan fällt mir da nichts ein. Wobei... Vom Prügeln scheint ihr ja einiges zu verstehen, oder? Wie meint ihr das? Großjunker Borek hat sich letztens über Ratten in seinem Kornspeicher beschwert. Und wir haben versprochen, ihm einen Rattenfänger zu schicken. Das wäre doch was für euch, oder? Ich soll Ratten jagen gehen? Ist das euer Ernst? Wenn ihr mir den Sold eines Protektors zahlt, sicher. Ich... Das geht so aber nicht. Wir haben hier die Vorschrift... Mael Groschenfürst schickt mich. Ihr seid auf Stufe 18 aufgestiegen. Okay, nochmal auf Lebensenergie. Habt ihr etwas von einer neuen Protektorin, die kürzlich bei der Sichel angeheuert hat? Das wäre dann wohl ich. Ah, verzeiht. Meister Groschenfürst wünscht euch zu sehen, Madame. Sofort, meinte er. Es geht scheinbar um etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich komme doch gerade von ihm. Warum geht es um die Karawane? Ich weiß es nicht. Ah ja, dann macht euch mal auf den Weg, würde ich sagen. Der Gildenmeister mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Okay. Spuren im Sand. Boote? Er hat meinen alten Job hier, also okay. Obwohl ich bin eigentlich immer noch so eine Art Boote, wie ich das sehe. Ein Schlägerboote. Botenschläger? Ne, auch nicht. Hä? Keller der Goldenen Sichel? Ohne die Proben ist das schwer bis unmöglich zu sagen, Messer. Es tut mir leid. Ich verstehe. Danke für eure Zeit. Keine Ursache. Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte eine erfreulichere Antwort für euch. Apothekarius? Ist er krank? Da seid ihr ja. Danke, dass ihr so kurzfristig kommen konntet. Ihr wirkt beklommen? Ich denke, das ist das falsche Wort. Wer ist das? Ja? Mael? Rodas Trevian.
Ich erinnere mich noch, als er damals im Kontor angeheuert hat. Ähnlich wie ihr. Erinnert ihr euch an ihn? Das war die Leiche von der Karawane. Er war bei der Karawane, die von den Erstarrten überfallen wurde. Rodas war ein Unterstädter Waisenkind, aber anstatt wie die anderen dort aufzugeben und sich den Verstand mit Kappenstaub zu vernebeln, hat er begonnen, Laufburschenaufträge zu erledigen. Erst für die Unterstädter Händler, wenn man sie so nennen kann, dann in der Oberstadt und schließlich für die Sichel. Er war fleißig, diszipliniert, aber hat dennoch nie einen Posten über seinem Pfad angestrebt. Woher wisst ihr all das? Kennt ihr jeden Laufburschen der Sichel persönlich? Klingt, als wäre er euch wichtig gewesen. Er war strebsam und wegestreu. Das sind die wenigsten jungen Menschen heutzutage. Ich weiß noch, wie ich ihm vor einem Winter die Brosche der Sichel überreicht habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ihn das gemacht hat. Nicht einmal die haben diese Bastarde, die die Karawane überfallen haben, ihm gelassen. Es ist eine Schande. Aber warum habt ihr mich gerufen? Von den Opfern der Karawane wusstet ihr doch schon vorher. Das stimmt. Sagen wir, es gab eine beunruhigende Entwicklung. Ja. Wir haben Rückstände von Gift in einigen der Leichen gefunden, Rodas mit inbegriffen. Rückstände von kilianischem Gift. Kilianisches Gift? Aber diese Erstarrten haben die Karawane überfallen. Die Erstarrten sind Söldner. Wegelose, verachtenswerte Menschen, aber letzten Endes nur eine Waffe. Die Frage ist, wer ist der Träger? Dann meint ihr, der Zuckerinselbund hat etwas damit zu tun? Ach, ihr sagt das so leichtfertig. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich euch einweihe. Der Grund, dass der Zuckerinselbund trotz der Kriege die Fahrt hierher auf sich genommen hat, ist ein Handel. Sagt euch der grüne Skarabäus etwas? Die Brosche Moralas? Nein, mir sagt die gar nichts. Das war eine Art Talisman, richtig? Von der lichtgeborenen Morala selbst. Woher weiß ich das? Der Göttin Kiles, ja. Der Skarabäus ist aus einem seltenen Edelstein, der ihn zu einem der wertvollsten Juwelen der Welt macht. Tja, und wie ihr euch denken könnt, gehörte er ursprünglich auch einem Kilianer. Genauer gesagt Raeitschlas Davuul, dem Gründer des Zuckerinselbunds. Aber jetzt sind die Kilianer hier, das heißt dann, der grüne Skarabäus befindet sich im Sitz der Sichel? Ja. Ich werde euch nicht damit langweilen, wie genau das passieren konnte, aber der Kauf des Skarabäus war das Ergebnis harter, ehrlicher Arbeit. Etwas, das den Kilianern fremd ist. Fakt ist, dass der Zuckerinselbund uns ein paar Monde nach dem ersten Aufkommen dieser perversen Gerüchte über den Tod der Götter kontaktiert hat. Sie wollen den Skarabäus zurückkaufen. Kaufen? Von was für einer Summe sprechen wir hier? Einer großen. Belassen wir es dabei. Und ihr habt eingewilligt? Richtig. Um ehrlich zu sein, widerstrebt mir nichts mehr, als diesen Handel abzuschließen. Dass die Kilianer ein Symbol ihrer eigenen Göttin verspielt haben, sollte für immer und ewig als Sinnbild bestehen bleiben. Aber ihr wisst sicherlich, dass es derzeit nicht gut steht um unser Land. Und auch wir von der Sichel bekommen das zu spüren. Das Problem ist, dass es bestimmte Ausgaben gibt, die wir trotzdem decken müssen. Kurz gesagt, wir brauchen Geld. Bestimmte Ausgaben? Ja. Die Sichel finanziert das Haus der Apothekarii in der Unterstadt, oder das Pesthaus, wie man es dort so liebevoll nennt. Mit der derzeitigen wirtschaftlichen Lage werden wir es bald schließen müssen. Ihr finanziert das Haus der Apothekarii dort unten? Was erhofft ihr euch davon? Wir tun unsere Pflicht. Dass die Sichel den rechten Weg achtet, sind nicht nur leere Worte. Zumindest solange ich Gildenmeister bin. Nun habt ihr euch dieses Land untertan gemacht. Es ist eure neue Heimat und die Fäden, aus denen die Zukunft Enderals gesponnen wird, liegen in eurer Hand. Buch 12, Vers 93. Jeder, der rechten Weges ist, trägt nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Mitmenschen Verantwortung. Und warum ausgerechnet die Unterstadt? Wegen Rodas? Rodas hat mir sicherlich in der einen oder anderen Hinsicht die Augen geöffnet, ja. Aber das ist nicht alles.
Also verkauft ihr den grünen Skarabäus, damit das Pesthaus nicht schließen muss? Ja. Gut ab. Für mich klingt das nach Gutmenschentum und nicht nach dem, was ein Händler fürs tun sollte. Ne, Hut ab. Hm. Und ich schätze, dieser grüne... Groschenfürst, das ist super. Und ich schätze, dieser grüne Skarabäus befand sich im Besitz der Karawane und wurde gestohlen. Richtig. Es war leichtsinnig. Aber wir dachten, eine unauffällige Karawane wäre der sicherste Weg, so widersprüchlich das klingt. Aber der war es nicht. Ich habe einen Fehler gemacht und für diesen Fehler mussten viele Menschen ihr Leben lassen. Gute Menschen. Wie dem auch sei, wir sind es ihnen schuldig, den Mörder zu finden. Und wenn der Zuckerinselbund wirklich dahinter steckt, dann... Dann wäre es nicht arg leichtsinnig, von den Skilianern den Skarabäus einfach zu rauben und vor allem bei dem Überfall kilianisches Gift zu verwenden? Das wäre es, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Was wollt ihr tun, um sicherzugehen, der Apothekarius erwähnte etwas von Proben? Richtig, wir müssen es nachbrauen. Das Gift nennt sich Doralvan und besteht aus drei Substanzen. Niederlandsnisteln, Staubmadenstacheln und Dämmerblumensaft. Laut dem Apothekarius findet ihr die Nisteln in der Region Goldenforsts, vorzugsweise in der Nähe der Quellwacht, die Stacheln in der Pulverwüste und für den Dämmerblumensaft solltet ihr euer Glück bei den fahrenden Händlern in Dünenheim versuchen. Hier, das sollte genügen, um eure Ausgaben zu decken, und ihr habt mein Wort. Wenn ihr euch als so zuverlässig erweist wie die vorherigen Male, dann werde ich euch fürstlich entlohnen. Wenn die Kilianer wirklich die Karawane attackiert haben, dann werden sie sich dafür verantworten müssen. Da geht es mir nicht ums Geld. Ich mach in Ordnung. Dann los. Hier ist eine Liste von allem, was ihr braucht und wo ihr es am ehesten finden werdet. Und das ist zwar selbstverständlich, aber dennoch. Kein Wort von all dem zu den Kilianern. Habt ihr verstanden? Ohne Beweise mit so einem Verdacht hausieren zu gehen, wäre das Dümmste, was wir tun können. Viel Erfolg, Protektorin. Wegen diesem Rodas? Was ist mit ihm? Wie genau war eure Beziehung zu ihm? Meine Beziehung? Worauf wollt ihr hinaus? Ihr habt keine Gefährtin und, naja. Und im Keller wirktet ihr ziemlich mitgenommen. War er so eine Art Ersatzsohn für euch? Ersatzsohn? Beim rechten Weg. Ihr sagt, was euch beschäftigt. Das muss ich euch lassen. Aber eigentlich ist das eine willkommene Abwechslung zu der üblichen Katzbuckelei. Wisst ihr, wenn ich mich in der heutigen Welt umschaue, sehe ich, dass vieles schiefläuft. Kaum einer achtet noch den rechten Weg über die üblichen Floskeln hinaus. Und sie alle erwarten, dass ein gutes Leben ihnen irgendwie zusteht, ohne dass sie etwas dafür leisten müssen. Rodas war da anders. Er hat trotz seines Schicksals weitergemacht. Wenn ihr so wollt, war er für mich der Beweis, dass wahre Tugend und wahre Wegestreue an keine Bedingungen geknüpft sind, sozusagen. Und ja, vielleicht habe ich in ihm den Sohn gesehen, den ich nie hatte. Aber anders behandelt habe ich ihn dennoch nie, und er hat es auch nie erwartet. Wer auch immer diese Karawane überfallen hat, wird dafür bezahlen. Und wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Welt tue. Es gibt da noch etwas wegen Rodas Brosche, das ich euch sagen muss. Hm? Mal Rodas Brosche geben, ist sie das? Tatsächlich. Woher habt ihr sie? Ein Hehler in Dünenheim hatte sie. Ich habe sie bei der Karawane gefunden und einbehalten. Es tut mir leid. Ihr habt sie einbehalten? Bei Malfas das... Ja, das tut mir leid. Eure Reue ehrt euch, Protektorin. Aber das ändert nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt. Ich schätze, das wisst ihr selbst. Belassen wir es für den Moment dabei. Ja? Hoppala. Tut mir leid. Genau, verlassen wir mal.
So, okay, Karte hier. Okay, wie soll ich da hinkommen? Pulverwüste, Golden Forest, Düstertal, Flüsterwald, Nordwindgebirge. Wo muss ich hin? Das Talent Arteswind ermöglicht euch Gegner eurer... Madame? Obwohl, warte mal, wir sind ja jetzt eigentlich doch schon ein bisschen stärker, ne? Ich gehe aber erstmal vielleicht pennen, bis es Tag ist. So, wo ist meine Hütte? Da. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. So. Schlafen wir mal. Bis 6 Uhr morgens. Würde ich sagen. Und dann gehen wir mal los und gucken mal, ob ich steck hier fest. Und jetzt? Ah, jetzt. Steckte da gerade fest, ich bin falsch gespawnt. Nicht alle Tiere, denen ihr in der Wildnis begegnet werden, sind aggressiv. Ja, das ist mir aufgefallen. So. Schreitet wohl. Ich will aber jetzt schon mal schauen, ob wir vielleicht weiterkommen. Warte mal. Wir haben hier doch noch eine andere Quest. Noch hier. Ich mach die mal weg. Geheimnis aus der Büchse. Alle Bände Splatters von Ark lesen. Silas Behausung, genau. Sind wir jetzt vielleicht so weit, gegen die Untoten da zu kämpfen? Madame. Der Herr. Messer. Genau, Messer heißt das. Im Laufe des Spiels werdet ihr auf seltene Rüstungsteile verwenden. So, Arkgruft. Jetzt müssen wir doch so weit sein, oder? So, da sind zwei Ratten. Okay, jetzt kommen sie alle, oder wie? Der eine hat aber noch ein bisschen Leben verloren. Yo, okay. Verliere noch zu viel Leben. So, was war mit ihm? So, nochmal.
damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Und dann einen nach dem anderen da unten ausschalten. Obwohl den Gesundheit. Obwohl den schwersten haben wir ja schon erledigt. Ich gehe mal von aus, dass das der schwerste war. Der müsste hier noch liegen. Hinter mir noch einer? Ne. Ich nehme mal alles mit. Was mit denen? Noch bin ich nicht überladen. Was sind das für Bücher? Der Stern Sommernacht. Nehme ich mal mit. Achso, hier sind verbrannte Tote. Okay. Scheint es auch weiter zu gehen. Wieso nehmen wir Knochenmehl mit eigentlich? So. Ich wollte das ablegen hier. Groschenbeutel nehmen wir mit. Handwerksbuch Alchemie. So, der ist auch hinüber. So, was mit dem? Der ist leer. Der hat nichts. Mana-Trank. Nee. Roll des Feuerballs. Das nehmen wir mit. Wir haben nur Rattenhaut. Schädel. Roll des Kettenblitzes einfach. Warte mal, das waren Kristallmünzen, die ich da gerade eingesammelt habe. Wofür brauche ich die Kristallmünzen? Ich sammle die, ich nehme die jetzt erstmal mit. So. Nehmen wir mit. So, Eisenschlachtaxt. Dann war es das hier in dem Bereich. Hier, glaube ich, war ich noch nicht fertig. Kann das sein? Hier. Und... Bauplan Sternlingshandschuhe. Noch eine Ratte. Novize. Looten.
ihn auch mal looten. So. Runenpfeile hat er und einen Runenbogen. Goldschüssel. Nein. Hier ist irgendwo noch einer. So, einmal kurz abwarten, bis er mich nicht mehr sieht, nicht mehr findet. So, okay. Gesundheit leert jetzt auf. Einzelteile, Feuersalze, Knochenmehl. Aber das ist wenigstens wieder logisch. Ach du Scheiß, wie groß ist denn das hier? Immerhin laufe ich in die richtige Richtung bis jetzt. Und Kopf ab. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Eine Schlachtaxt. Das nehmen wir auch mit. So, warte mal. Nochmal, damit wir noch ein paar Sekunden mehr haben. Unterstadt Leichengrube. Ich will hier aber erstmal aufräumen. Bestimmt noch irgendwo Leute. Und Geister. Ahnengeist. So, das war's. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wie viel können wir noch tragen? Noch knapp 100 Kilo. So, Ahnengeist. Plasma und Geistertube. Geistertube ist nur 2 wert. So, ich sehe jetzt irgendwie nichts. Die Rollen kann ich nicht mitnehmen. Noch Mehl. Der sieht super aus. Wieso sind die genau in der Haltung hier? Warum? Würde ich gerne verstehen. Urne. Ist wenigstens logisch. Ich habe so das Gefühl, wenn wir dahin gehen, da passiert was gleich.
das denn? Feinstahlschuhe? Stahlschwert? Waschfrauenpilz? Handschuh. Lähmungsgift einfach. Einfach Grabräuber hier geworden. Hier geht's auch nochmal weiter. Okay, das war der Weg. Knochenmehl. Ich glaube, ich brauche die Uhren gar nicht mehr zu durchsuchen. So, Münzhaufen. Der ging schnell weg. So, das war's. Ich liebe aber die Musik hier. Warum haben die Runenpfeile? So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, ist viel wert. Bericht eines unbekannten Reisenden Band 2 können wir verkaufen. Uhren durchsuche ich gar nicht mehr. Lohnt sich einfach nicht. Hier gibt's sonst nichts mehr. Lebensabsorption Rang 2. So, Handmeißel, Pfeile, Winkeleisen. Oh, Alter! Erschreckt mich nicht. Frech von dem. So. Einmal kurz abwarten. Wo genau befinde ich mich jetzt? Hier ist die Haupthalle, also Haupteingang. Hier fehlt noch ein Gang, oder? Oder ist da schon Ende? Ich bin mir nicht sicher. War klar, dass die jetzt kommen. Auch beide hinüber. So, Spitzhacke, nee. Nehmen wir nicht mit. So, 8-2 Rundbögen haben wir jetzt, okay. Wie viel kommen da jetzt von denen? Glaubt, dass es... Da vorne ist jetzt jemand von denen.
Ich glaube, das ist keine gute Idee, jetzt gegen die anzukämpfen. Bitte nicht hinkommen, ja? Nein, geh zurück. Ja. Okay, und wir laden auf. Will ich wissen, was hier hinter ist? Sehr stark verwinkelt hier auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber ankämpfen können. So, das nehmen wir mit. So, wer bist du? Ich habe zu spät aufs Leben geachtet. So, wo haben wir gespeichert? Hier. Ich gehe mal hier entlang. Geht's auch nach oben. Kasernenviertel. Ah! Ein Ausgang gefunden. So, hier gibt's nur Urnen. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit, hier durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Die Frage ist, wo geht sie raus? Ich weiß, wo wir wieder sind. Ja, wir gehen raus. Ach so, war immer Kasernenviertel hier. Okay. Endralea sehen den Tod nicht etwa als Ende. Mal fast zum Gruß. Gehen wir mal vielleicht verkaufen. Und vielleicht... Warte mal. Ach, wir haben wieder einen Änderungspunkt. Ja. Warum haben wir das nicht gemacht? So, hier die Richtung, ne? So, Schildstoß, Schildläufer, Konditionierung. Das Tragen schwerer Rüstung verlangsamt euch nun weniger und sie wiegt nur noch die Hälfte. So. Drescht ihr einen Gegner mit eurem Schild, besteht eine 15%ige Chance, dass sie ihn dabei entwaffnet. Das wäre auch eine gute Idee. Ihr könnt mit erhobenem Schild schneller laufen. Sofern ihr ausschließlich schwere Rüstung tragt, besteht eine geringe Chance, dass ein Teil des erlittenen Schadens auf eure Gegner zurückgeworfen wird. Hier müssen wir viel machen, gehe ich mal von aus.
natürlich wieder so. Ich glaube, wir machen aber auch doch lieber eine andere Quest. Blut und Staub lieber noch nicht. Verlorene Herzen. Verlorenes Fragmente finden. Arks letzte Wacht untersuchen. Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Feuervögel-Eier, 4 Gipfelstürmer-Eier und 4 Laubmöwen-Eier. Spuren der Vergangenheit. Ein pyräisches Artefakt in Alt-Dollisch, Alt-Askaman und Alt-Mishamu finden. Bei Andrasta, Tapperblut nach dem Rechten zu sehen, da sind mir zu viele Sternchen da. Den Warensortiment von Gold für Silber her nach Gegenständen durchsuchen, die Meoga Eisenfut gehören können. So, alle Bände sind schlecht aus. Den nächsten Rest der Waffe finden. Das verstehe ich nicht, die Kunst des Kampfes. Bitter der Vergangenheit. Das Wort der Toten. Vielleicht gehen wir einfach so erstmal hier ein bisschen drumherum, nachdem wir die Sachen verkauft haben, die wir jetzt haben. Und gucken mal. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. So, einen Moment. Viele der Euren werden es gehört haben. In Kyra herrscht Krieg. Eine Gruppe ehreloser Sünder, schreitet wohl. Die sich mit dem Namen Jünger des Sandes schmücken. Ja? So. Golf von Silber. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, okay. Ich will verkaufen. So, hat er denn Geld? Der hat 686. So, dann kann er die haben. Die, das, das, das darf er haben. Die darf er haben. Davon darf er einen haben. Die darf er haben. Stab des Feuerzorns. Stahldoch des Hinterhalts. Stahlgroßschwert. So, hier. Die darf er haben. Die darf er haben. Das. Und das. Dann darf er das haben. So, Federn. Gönn dir. Waschbraunpilz. Gönn dir. So, dann alte Kristallmünze. Ich glaube, die brauchen wir noch. Schreitet wohl. Ihr auch. Wissensdurstig nach magischen Grüße. Orangen, nur das Bett. So. Ah, Raubvogel-Eier brauchen wir wahrscheinlich dann nicht, ne? Was kann ich hier erstmal reinpacken? So, Glimmerstaub. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Nein, ich wollte das nicht lesen. So. Sonst hier. Ja, Boden. Irgendwo müssen wir die Dinger noch verkaufen können. Aber zu sehr haben ihre falschen Worte und ihre Lügen bereits die Geister der Rückkehr. Nein, nicht dahin, nein. Falscher Weg. Ich
wollte einen anderen Weg gehen. Blockt. Gerade mit einem Schild und einem hohen Fertigkeitswert könnt ihr damit ein... Ich finde es schade, dass ich nicht zu Ende lesen darf. Da wünsche ich mir doch ein bisschen längere Ladezeiten. So, manche Monster haben Resistenzen gegenüber bestimmten Schadenstypen. Knochenreißer. So, aber Resistenzen sind immerhin besser, wenn die Gegner Resistenzen haben als Immunität. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks! Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib Ackerbrot versenken. Ich mag die. Mit ihrem Ackerbrot. Die hat echt einen im Sitzen, glaube ich. Hallo? Wer ist denn das? Achso, Schäfersmann. Schreitet wohl! Auch ihr? So, wollen wir darum? Ich würde mal sagen, wir gehen darum. Und schauen uns da mal um, wie weit wir schon eigentlich voranschreiten können. Dann wollen wir gleich in die Gebirge mal gucken. Also, nein, nicht das, sondern ich will mal hier hin und dann bis zu dem Radenturm an der Bauernküste. Okay, ich darf mit dem rechten Joystick nicht nach oben gucken. Ich will mal gucken, wie weit wir hier hinkommen, ob wir schon so weit sind. Einfach nur um zu testen. So, das war glaube ich schon die Einbuchtung. Kann das sein? Ja. Nein. Oder? Crosspassage. War es das? Ich glaube schon, doch. Hier waren wir mal letztens hochgegangen. Dann gehen wir mal hier rum und gucken mal, wie weit wir können. So, da unten waren wir auch letztens. Also, was heißt letztens? Da unten waren wir schon. Und dort gibt es ja keine Banditen mehr. Also Straßendiebe und Marodeure und so was. Die müssen jetzt erledigt sein, genau wie der Bär, der hier mal war. Die leben noch? Also... Ja.
Okay, ich geh drauf. Ihr meint das ernst, was? Na schön. So, schnell, schnell. Das nehmen wir mit. Das, den Apfel, das. Wir nehmen alles mit. Der ist doch da. Hä? Ernsthaft? Als wäre ich hier nie durchgerannt. Als wäre hier das alles nie passiert. Also spawnen die hier doch alle irgendwann wieder. So. Ja, dann gönnen wir uns nochmal gebratenes Vollfleisch oder zwei Stück gleich. Sind die dann bei Flussheim, glaube ich, hieß das? Hier sind die auch dann alle wieder da? Hier, die Stallklippe waren wir noch gar nicht. Lass mal lieber zuerst zur Stallklippe gehen. Und da mal alles freiräumen. Würde vielleicht mehr Sinn machen, weil das ja eh ein Dead End ist, Weg. Und von da müssten wir dann so oder so früher oder später zurück. Glaubst du nicht, dass ich dafür doch noch irgendwie zu schwach bin? Oder ich muss mein Geld für mehr Dings hier ausgeben. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Ich gucke das immer gerne. Ja, okay, noch knapp 1300. Punkte, sage ich jetzt mal. Aber spawnen die hier dann alle irgendwie nach einem gewissen Zeitraum nach, oder? Oder nur an den Orten, wo ich noch nicht hätte hingehen sollen? Wir müssen mal bei Gelegenheit den Weg Richtung Flussheim zurückgehen und gucken, ob da etwas wieder da ist. Einen Groschen mit auf. Den Weg hatten wir noch gar nicht gemacht. Und dort auch noch nicht erkundet. Ahoi. Ahoi. Wo sind die Straßen noch da drin? Ah, da vorne. So, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.